Die Römer, Erfinder des Wasserklos, die hatten Stäbchen, da haben sie einen Schwamm vorn festgebunden und den haben sie dann in Salzwasser getaucht und konnten sich so schön reinigen. Die Europäer im Mittelalter, die verwendeten noch Textilreste, die Reichen eher die Weichen, die Armen eher die Harten. Und im 6. Jahrhundert gibt es jetzt in China schon die erste Erwähnung von Klopapier. Allerdings sollte man nicht irgendwelche Schriften verwenden, wo die Klassiker oder die Weisen zitiert werden. Aber sie waren die ersten, die Papier wohl verwendet hatten. Und im 14. Jahrhundert gab es in China bereits eine Produktion von wahnsinnigen 10 Millionen Pack Toilettenpapier, 1000 bis 10.000 Stück. Und da